Ja, du hast mir hast so nett gesagt, dass ich jetzt mit Kompetenz über dieses Thema sprechen werde. Meine Kompetenz kommt vor allen Dingen daher, dass ich viele Emotionen habe. Und damit schon lange versucht, meinen Weg zu finden und vieles ausprobiert habe und auch anderen dabei helfe. Ich habe mir überlegt, wie ich es heute Abend ansprechen möchte. Eigentlich ist mein Bedürfnis, ganz viel Zeit für Fragen zu lassen, weil da eigentlich kommt so das Spannende raus. Aber gleichzeitig haben wir ja auch diese Serie 5 Abende Einführung in den Dharma, und da bin ich euch schuldig, einen gewissen Einstieg, einen Überblick zu geben, wie im Dharma, in der buddhistischen Lehre, in diesem Fall mit Emotionen umgegangen wird. Ein Riesenthema. Ich habe darüber schon auch lange Kurse gemacht, das über mehrere Sommer sogar verteilt. In einem Abend ist es gar nicht so einfach. Fangen wir mal beim Wesentlichen an. Das Erwachen, von dem in der buddhistischen Lehre die Rede ist, wird beschrieben als die Befreiung von emotionalen Schleiern und von kognitiven Schleiern. Das sind die beiden großen Kräfte oder die Gruppen von Kräften, die uns immer wieder eng machen, die unseren Blick für die Wirklichkeit verstellen. Und wenn diese großen Gruppen von Schleiern sich aufgelöst haben, sehen wir, wie es wirklich ist. Das ist jetzt im übertragenen Sinne natürlich gesprochen, Schleier im Sinne fast wie so ein Vorhang, den man wegzieht. Und es ist ganz klar, dass es dabei, was diese erste Gruppe angeht, auf die wir uns heute konzentrieren, die Kleshas oder Kileshas, dass es da um die Emotionen geht, die uns belasten und das Herz eng machen, den Geist eng machen. Es geht also jetzt in dem heutigen Vortrag, sondern so im Austausch, nicht um Emotionen, die das Herz oder den Geist weit machen. Denn wir unterscheiden ja in unserem Sprachgebrauch jetzt, die Freude wäre für uns auch eine Emotion, nicht wahr? Und Glücksgefühle sind Emotionen, aber wahre Freude oder wahre Liebe, wahres Mitgefühl machen das Herz weit und den Geist offen und zählen nicht zu den belastenden Emotionen. Das, was wir hier mit Emotionen übersetzen, ist ein ziemlich salopper Ausdruck für das, was in der ursprünglichen Bedeutung im Dharma eigentlich Gebrechen heißt. Dieses Wort Klesha auf Sanskrit ist das, woran wir leiden, unser Gebrechen. Das, was uns trennt von unserem wahren Sein. Zusammen mit den kognitiven Verzerrungen der Wirklichkeit, die darin bestehen, bestimmte Annahmen zu haben, dass Dinge existieren, dass wir existieren und so weiter. Das ist dieser, was wir auch Wirklichkeitsglauben nennen oder die Verzerrung der Wahrnehmung dadurch, dass wir vergegenständlichen. Das wären die kognitiven Anteile. Aber zu Anfang des Weges, im Dharma-Weg, kümmern wir uns vorwiegend um die emotionalen Verzerrungen und benutzen dabei eine Serie von Methoden, viele, viele Methoden stehen zur Verfügung. Und es geht um die Emotionen, die uns einengen, die uns belasten, die uns verwirren. Das tibetische Wort ist ein anderes Wort für Emotionen, was wir hier mit Emotionen übersetzen, ist Nyamongpa. Nyam ist das, was verrückt macht, ist derselbe Ausdruck, wie wenn jemand betrunken ist. Ja, also Trunkenheit. Und Mong ist Dumpfheit, das, was die Klarheit raubt, die Klarheit der Wahrnehmung. Und das ist genau, was diese belastenden Emotionen mit uns machen. Sie machen uns verwirrt, täuschen uns und wir nehmen nicht mehr klar wahr. Wir verlieren unsere klare Wahrnehmung, unser klares Gewahrsein. Und der Buddha schon unterschied 6 Wurzel. Kleshas, Wurzel, Emotionen, die belastend wirken. Die Liste in der tibetischen Tradition ist 5 Wurzel-Emotionen. Ich beziehe mich jetzt heute mal darauf, der Einfachheit halber. Da wird als Ausgangsemotion wird das genommen, was man mangelndes Gewahrsein nennt und was sich immer in Angst ausdrückt. Das ist da, wo wir nicht kennen, nicht wissen, nicht vertraut sind, wo Unsicherheit in unser Wesen kommt. Das ist
Was mit Unwissenheit oft übersetzt wird, ist aber mangelndes Gewahrsein und die emotionale Komponente ist Angst. Und dieses grundlegende Thema spiegelt sich nun in allen anderen Emotionen wider. Wenn wir in den Ärger als nächste, Ärger, Hass, Wut als nächstes Wurzelklöcher hineingehen, dann ist da wieder eine Angst zu spüren, und zwar die Ängste, das zu erleben, dem zu begegnen, was unangenehm ist und Aversion auslöst. Wenn wir in den Stolz, was ein nächstes Wurzelklöcher hineingehen, dann merken wir auch da eine Angst, die Angst des Stolzen vor mangelndem Respekt, Herabwürdigung, nicht gesehen werden, nicht Beachtung, all diese Ängste vor dem Niemandsein in den Augen der anderen vor allen Dingen und aber auch im eigenen, im Selbstwertgefühl. Dann haben wir die Begierde, das Anhaften. Auch darin ist eine Angst, und zwar die Angst, nicht das zu kriegen, was ich möchte. Das, was ich brauche, das, was mein Bedürfnis, mein Verlangen ist, das nicht zu bekommen. Es ist die Begierde, und dann haben wir, das ist jetzt eine Spezialität im tibetischen Buddhismus, die Eifersucht noch. Das wird im Theravada-Buddhismus jetzt nicht als Wurzelklischee gezählt. Die Eifersucht ist diese Neurose des sich ständig Vergleichens, nie gut genug zu sein. Das Gefühl, das, was ich erlebe, ist nicht gut genug, es reicht nicht aus, mich glücklich zu machen, die Angst, nie genug zu haben. Mit Rivalität, mit Neid, mit Eifersucht und verschiedene Kräfte, die sich daraus ergeben. Und was beim Buddha aber noch die Eifersucht fiel weg in der ursprünglichen Aufzählung, da waren es nur diese ersten vier, die ich genannt habe, und dann kamen noch zwei hinzu, und zwar Ansichten und Zweifel. Ansichten und Zweifel haben viel mit den kognitiven Schleiern zu tun und sind in dieser Aufzählung der fünf Emotionen im tibetischen Buddhismus nicht enthalten, weil sie mehr den kognitiven Schleiern zugeordnet werden. Ansichten bedeutet Meinungen. Standpunkte zu haben, mit denen ich mich identifiziere und die ich nicht mehr überprüfe. Ansichten, die ich nicht mehr überprüfen will, die werden zu Meinungen und die beginnen, meinen Geist eng zu machen, weil ich nicht mehr offen bin für neue Hinweise aus dem Erleben, wie es auch anders sein könnte. Und der Weg des Buddhas führt in das Auflösen aller festen Anschauungen. Es geht nicht um die rechte Anschauung, von der der Buddha spricht. Der Sprach, der an alle Meister auch sprechen, ist die Transzendenz aller Meinungen und Anschauungen. Es ist das Erkennen der wahren Natur des Seins, das aber keine Anschauung, eine Meinung ist, sondern ein Sehen. Also das Auflösen dieser Meinung, das wäre dann der traditionellen Zählung, wäre das fünfte. Und dann gibt es den Zweifel. Zweifel ist hier nicht dieser kreative Zweifel gemeint, der immer wieder zum Entdecken von Neuem führt, sondern ist eine Tendenz, das, was wir schon erlebt haben, immer wieder in Frage zu stellen. Also ein neurotischer Zweifel, eine Unfähigkeit der Art, wie wir funktionieren, auf dem, was wir schon erfahren haben, aufzubauen. Etwas, was ein ganz grundlegendes Problem auf dem spirituellen Weg ist, wo wir das Gefühl haben, wir fangen immer wieder von vorne an, weil wir diese Kontinuität der Präsenz nicht haben und auch wie den eigenen Erfahrungen nicht ganz trauen. Es ist eigentlich Zweifel, ist Gegenspieler von Vertrauen in die eigenen Erfahrungen. Vertrauen in die Natur der Dinge, Vertrauen in das So-Sein. All diese Formen, Aspekte des Vertrauens, die so unglaublich wichtig sind fürs Erwachen, werden durch den Zweifel ständig wieder unterminiert, obwohl sie zwischendurch da sind. Untergräbt der Zweifel immer wieder diese Kraft, die eigentlich sehr stabilisierend wirkt, wenn wir so gesund aufbauen können auf unserem Erleben. Heute werde ich mich also in den ersten fünf bewegen und darauf Bezug nehmen, weil das die unmittelbaren emotionalen Schleier sind, um die es geht. Und in der Ankündigung zum Thema heute stand auch, dass ich so ein bisschen aus psychotherapeutischer Sicht das beleuchten werde. Damit habe ich eigentlich gemeint, dass ich mir die Mühe machen werde, ein paar der Sackgassen aufzuzeigen, in die wir uns hineinmanövrieren als spirituelle Praktizierende oder Buddhisten.
typische Sackgassen, die im Arbeiten mit den Emotionen zu beobachten sind. Na, wo ich schon gerade dabei bin, da wäre so ein Klassiker, wäre zum Beispiel, dass viele, die sich auf einen Weg begeben, wie jetzt den buddhistischen Weg, bewusst oder unbewusst rein werden wollen. Dass sie ein Ideal von einem reinen Menschen, einer reinen Person haben. Und in dieser Vorstellung von Reinheit stören die Emotionen. Sie stören einfach. Und sie werden zum Widersacher auf dem Weg. Das findet sogar noch seine Unterbauung durch gewisse Dharma-Unterweisungen. Zum Beispiel werden die Emotionen, die Kleshas, Klesha Mara genannt. Also Mara ist so dem Erwachen entgegenstehenden Kräfte und in den ganz alten Übersetzungen als Dämon oder Teufel übersetzt. Aber es sind die Widersacher des Erwachens und Klesha Mara lässt vermuten, dass die Emotionen dem Erwachen entgegenstehen. Und das führt dazu, dass wir mit unserer spirituellen Praxis unbewusst das Ziel verfolgen, weniger Emotionen zu haben. Und nach Möglichkeit frei zu werden von Emotionen. Sei dahingestellt, ob es gelingen kann. Wir können, da bin ich mir sicher, frei werden von Verstrickung in Emotionen. Eigentlich geht es darum, und das ist das Verständnis, da müssen wir unser Verständnis ganz genau justieren. Und zwar, es mag sein, dass wir, wenn wir wirklich Buddhas würden in diesem Leben, auch ein gänzliches Freisein von eben sogar beginnender emotionaler Verstrickung erleben können. Aber ich für mich bin in diesem Leben schon froh, wenn ich, was auch immer an Emotionen auftaucht, erlebe, es nicht mehr verdränge, wegschiebe mit noch mehr Abneigung, mich nicht identifiziere mit Stolz oder in meiner Angst mich damit identifiziere und es lasse, wie es ist. Es löst sich nämlich von selbst auf. Emotionen haben die Natur aller geistigen Bewegungen, sie lösen sich von selbst auf, wenn wir sie nur lassen. Und ich wäre schon froh, wenn ich in diesem Leben so weit käme, sie zu lassen, wie sie sind, ohne gegen sie anzukämpfen als vermeintliche Feinde, denn sie haben keine Kraft aus sich heraus. Und leider verhalten sich viele Meditierende und auch Praktizierende aus anderen spirituellen Traditionen wie Don Quixote mit den Windmühlenflügeln. Sie kämpfen gegen das, was sich ohnehin dreht bzw. auflöst und gar nicht der Widersacher ist, für den wir ihn halten. Eine Emotion dauert nur so lange, wie wir sie nähren, wie wir sie füttern. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir machen können, auf die wir bauen können, dass Emotionen aus sich heraus, wenn sich niemand für sie interessiert, null Kraft haben. Null. Aber komplett null. Emotionen leben vom Interesse dessen, der sie hat. Ich habe meine Emotion, nicht die Emotion hat mich, ich nähre sie, ich interessiere mich, die ist wichtig für mich, die hat eine Bedeutung. Und da sind wir bei der zweiten Sackgasse, dass im Dharma aufgrund dessen, was ich gerade erklärt habe, dass Emotionen keine Substanz haben, keine Kraft aus sich heraus, dass wir meinen, wir bräuchten uns nicht für ihre Bedeutung zu interessieren. Das ist auch bei ganz vielen Dharma-Praktizierenden, dass wenn sie es denn könnten, würden sie so schnell wie es geht die Leerheit, die nicht fassbare Natur der Emotionen meditieren und dann möglichst nichts mehr damit zu tun haben. Da das aber aus dem Wunschdenken geboren ist, möglichst die Emotionen nicht mehr zu haben, löst sie sich nicht wirklich auf. Es ist kein Erkennen ihrer Natur, sondern ein Wegdenken der Emotionen, indem wir den Geist statt auf die Emotion auf die Leerheit lenken, was uns entspannt, aber über Begriffe entspannt. Es ist kein direktes Sehen der Natur, zum Beispiel von Ärger. Zu sehen, dass Ärger leer ist, das heißt keinen Wesenskern hat, nicht fassbar ist, ist die Erfahrung, dass sich der Ärger in dem Moment wirklich auflöst und spurlos und dass wir dann frei sind, wieder beweglich, flexibel, wieder lachen können. Das ist das direkte Sehen. Aber wenn wir den Ärger wegdenken, weil wir ihn nicht haben wollen und sagen, ist doch sowieso leer, brauche ich mich nicht drum zu kümmern,
den Geist frei machen, dann wirken wir auf jemanden, der uns beobachtet, so als hätten wir uns so ein bisschen weggebeamt. Wir sind ein bisschen aus dem Kontakt gegangen, aus dem Kontakt mit uns selbst, aus dem Kontakt mit dem anderen und sind in einer vorgestellten Offenheit, die ihre Natürlichkeit verloren hat, die etwas künstlich wirkt. Für alle, die sich damit ein bisschen auskennen und das beobachten können, haben wir vielleicht schon bemerkt, dass Meditierende so einen Trick haben, sich so ein bisschen wegbeamen zu können, so ein bisschen so aus dem Kontakt schleichen können, aus dem Kontakt mit sich und aus den Emotionen, weil sie es nicht für wichtig halten, sich mit denen zu befassen. Und da finden Fehlentwicklungen statt. Wir denken, wir hätten eine relative Freiheit gefunden, haben wir auch, weil wir uns natürlich, wir sind da nicht mehr so belastet von der Emotion, aber wir haben sie weder durchschaut, noch die Gründe, die Bedürfnisse und Ängste, die dahinter liegen, aufgelöst. Und das ist da, wo das psychotherapeutische Element reinkommt, dass wir uns die Mühe machen sollten, in der Emotion zu verweilen, in ihr zu sein. Das ist die echte Dharma-Praxis. Das ist jetzt, worum es wirklich geht. Im emotionalen Erleben zu verweilen, mit einem tiefen Interesse, sie kennenzulernen, diese Emotion, sie zu verstehen und sie in ihrer Natur zu verstehen und in ihrem bedingten Entstehen. Das sind die beiden, die Natur, diese nicht fassbare Leerheit, dieses nicht fassbare des Erlebens und zugleich auch, wie sie aufgrund von bestimmten Faktoren, die da zusammenkommen, sich immer wieder zeigt, genau wenn diese Bedingungen getriggert werden, zusammenkommen, sich ergänzen. Und dann baut sich das emotionale Szenario wieder auf. Und diese Arbeit auf zwei Ebenen ist ganz wichtig. Die Arbeit geschieht also auf zwei Ebenen, auf der relativen, wie man so sagt. Und zwar auf der Ebene des bedingten Entstehens. Das heißt, welche Faktoren haben eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt gerade eifersüchtig werde. Was ist es? Was sind die Ängste, die da aktiv sind? Was sind die Bedürfnisse, die da aktiv sind? Und drin zu bleiben und sich zu interessieren, wirkt enthüllend. Es ist Teil der Dharma-Praxis. Das, wo Therapeuten uns auch helfen, mit dem Gewahrsein zu verweilen und zu spüren, was macht es im Körper, was für Assoziationen bringt es hervor, und woher kenne ich das in meiner Lebensgeschichte, und damit zu arbeiten und dann zu sehen, wie sich all das Material, was mit dieser Emotion zusammenhängt, von selbst befreit. Wir brauchen gar keine Angst zu haben, im emotionalen Erleben zu verweilen, weil indem wir drin verweilen, ohne es zu vergegenständigen, entwickelt es sich weiter. Es ist Prozess. Es geht weiter im Erleben und löst sich und wird zu etwas anderem. Und das machen wir mit all den Aspekten, die damit zusammenhängen. Und nur wenn das Gewahrsein in die Tiefe geht, das heißt auch in die verschiedenen Bedingungen in uns, die zu dieser Emotion geführt haben, dann werden wir die Schicht erreichen, die man die Gewohnheitsmuster nennt. Ich habe das sicherlich schon erklärt. Es gibt drei Ebenen, auf denen wir mit Emotionen arbeiten. Es gibt die aktuelle Emotion, zum Beispiel, dass ich jetzt Verlangen habe, ein starkes Verlangen, vielleicht auch verliebt bin, was auch immer die Emotion ist, welche Schattierung das annimmt. Das ist das, was ich aktuell erlebe und was relativ leicht zu entspannen ist. Aber kommen ähnliche Faktoren wieder zusammen, ähnliche Sinnesreize, wird wieder diese Form von Verlangen entstehen. Und das nennt man ein Gewohnheitsmuster, das ähnliche Bedingungen immer wieder ein ähnliches Erleben hervorrufen. Immer wieder, immer wieder. Den einen Ärger hat man schon hinter sich, aber der Ärger kommt wieder in einer ganz ähnlichen Situation. Kaum werde ich wieder kritisiert, schon wieder ärgerlich. Den Ärger kann ich entspannen, aber nächstes Mal, wenn ich kritisiert werde, schon wieder da. Weil ich nicht in die Tiefe gegangen bin. Dieses Identifiziertsein mit mir selber, dem Respekt, den man mir entgegenbringt, wie wichtig ich in der Welt bin, wie man mir zuhört, ob meinen Worten Glauben geschenkt wird und so weiter und so fort. Und mein ganzes Bedürfnis danach, geliebt zu werden und nicht abgelehnt zu werden, all das, natürlich, das müssen wir uns alles angucken. Und nur wenn wir auf diese Schicht gehen, auf diese nächstliegende Schicht, dann werden wir merken, dass dieses Feuerwerk der Emotionen weniger wird. Es kommt weniger zu diesen einzelnen Emotionen,
weil die grundlegenden Kräfte allmählich mit Gewahrsein durchdrungen werden. Und das bewirkt, dass wir nicht mehr so auf den Leim gehen. Wenn wir mal genau hinschauen, ob es nun Angst ist, also dieses mangelnde Gewahrsein im Zentrum, oder Ärger, Wut, Stolz, Begierde, Eifersucht. Überall können wir entdecken, dass wir auf den Leim gehen. Dass wir einem Film Glauben schenken. Und die Neigung, genau solch einem Film Glauben zu schenken, ist ein bisschen unterschiedlich. Die Filme, die ich bevorzuge, um in Wallung zu geraten, sind anders als deine Filme. Ne? So. Und so ist das für jeden von uns leicht anders. Aber die Art und Weise, wie wir auf den Leim gehen, ist eigentlich bei jedem von uns gleich. Egal auf welchem Kontinent. Wir halten etwas für wichtig und richtig und identifizieren uns mit unserer Sicht der Dinge und bestimmte Bedürfnisse sind uns wichtig, bestimmte Ängste sind in uns aktiv und dieser Mix, der führt dazu, dass wir, wenn diese Bedürfnisse und diese Ängste und diese Sicht der Dinge angerührt werden und zusammenkommen, ist die Emotion da. Und um sich zu befreien, reicht es nicht nur, die einzelne Emotion zu entspannen oder zu durchschauen. Es geht auch darum, die Auslöser, die zugrunde liegenden Kräfte, sich anzuschauen und auch da unser Gewahrsein hineinzubringen und sich auch mit diesen Auslösern allmählich nicht mehr zu identifizieren. Auch da diese Offenheit und Entspannung zu fühlen. Dann kommt auch der Mix nicht mehr zustande, weil die Ingredienzen fehlen. Die Bausteine, die Kräfte, aus denen sich unsere Emotion speist, sind nicht mehr stark genug, um dann solch ein starkes Erleben zu erzeugen. Aber wenn die zugrunde liegenden Bedürfnisse nicht erfüllt sind, nicht gesehen werden, zurückgewiesen werden oder für absolut wichtig und essentiell gehalten werden, das ist ein wichtiger Faktor, dann wird es immer wieder zu entsprechenden Emotionen kommen, wenn die entsprechenden Ängste nicht aufgelöst wurden, wenn bestimmte Annahmen über Personen, über andere nicht aufgelöst werden, dann kommt es mit vorhersehbarer Sicherheit, also kommt es in absoluter Sicherheit, kommt es dann beim entsprechenden Zusammenkommen von Bedingungen, kommt es zur Emotion. Das ist dieses Forschen. Und das Forschen gelingt uns nur, wenn wir dabei bleiben, wenn wir die Emotionen nicht mehr nehmen als etwas, was weg soll, ganz schnell, und sagen, okay, wir könnten es sogar als Geschenk betrachten. Das ist natürlich manchmal schwierig, aber wenn uns wirklich interessiert, sagen, okay, jetzt wo du schon da bist, was hast du mir zu sagen, sozusagen? Was kann ich daraus lernen? Diese Grundhaltung einzunehmen. Und mit dieser Grundhaltung kommt es sehr schnell zu Erkenntnis. Dasselbe machen wir mit jedem Aspekt, jeder Kraft, die zu dieser Emotion beiträgt. Und mit der Zeit rutschen wir noch eine Etage tiefer. Das ist die dritte Ebene, von der ich vorhin erwähnt habe. Und die nannte der Buddha die Triebflüsse, die grundlegenden Triebkräfte. Und diese Triebkräfte sind 4 an der Zahl, gibt auch da 3 oder 4, je nachdem, welche Auflistung man nimmt. Der Wunsch zu existieren, zusammen mit dem zweitens dem Verlangen nach Sinneserfahrung, der Wunsch nicht zu existieren und der Wunsch nichts mitzukriegen. Der Wunsch nach, der Buddha nennt das nach Unwissenheit, das heißt auszusteigen, aus dem Gewahrsein auszusteigen. Diese 4, das merkt ihr schon an der Aufzählung, die sind miteinander verwandt. Wenn uns das Existieren gefällt, dann wollen wir sein, dann will ich sein. Wenn es schwierig wird und unangenehm, will ich nicht mehr sein. Ne? Möglichst raus, Exitus. Wenn wir an die Wurzel gehen von allen Bedürfnissen, von allen Verlangen, dann kommen wir immer auf das Bedürfnis nach Sinneserfahrung. Das hängt aber zusammen mit dem Bedürfnis zu existieren. Existieren bedeutet, Sinneserfahrung zu machen. Und dieses Bedürfnis nach Sinneserfahrung, also sich auch an Sinneserfahrungen zu nähren, sich dadurch zu bestätigen, ist eine grundlegende Kraft, die wir normalerweise gar nicht wahrnehmen. Sprechen, dass wir hören, dass wir Dinge machen wollen und so weiter, ist einfach, um wieder
Input zu haben von unseren Sinnen. Das bestätigt uns auch in unserer Existenz, es beruhigt uns, es gibt uns eine Sicherheit. Wovor? Vor dem nicht gestalteten Sein. An der Wurzel all dieser Bedürfnisse und Ängste ist immer unsere Unsicherheit. Wie ist es zu sein, wenn nichts mehr passiert? Wie ist es zu sein, wenn ich nicht mehr bin? Wie ist das Sein, wenn der Geist einfach nur offen ist? Und das ist die grundlegende existenzielle Frage, vor der wir alle so ein bisschen davonlaufen und aus der heraus die Bedürfnisse und Ängste kommen, aus denen heraus wiederum die verschiedenen einzelnen emotionalen Manifestationen kommen. Das ist so, wie es der Dharma, die buddhistische Lehre, erklärt. Da wird mir von diesen drei Schichten gesprochen. Und Erwachen ist, wenn mit allen drei Schichten aufgeräumt wurde. Das ist eine klare, saubere Definition. Also vollständiges Erwachen. Es gibt Momente, wo diese drei Schichten nicht aktiv sind. Das sind Momente des Erwachens. Das ist ein Moment non-dualen Gewahrseins. Ein Moment völlig offenen Seins, ohne Fixieren, ohne Greifen. Aber das als kontinuierliche Erfahrung, 24 Stunden rund um die Uhr, das nennt man dann Buddhaschaft. Das ist vollständiges Erwachen. Das ist natürlich immens. Nicht? Das ist ein Pfuh. Okay, können wir ja mal ein bisschen träumen davon. Aber es gibt Menschen, die da ganz weit gegangen sind. Und das ist auch eine Riesenfreude, solchen Menschen begegnet zu sein. Ich habe euch mal das Büchlein mitgebracht von Genen Rinpoche, was wir aufgelegt haben. Ihr wisst ja, das war mein Lehrer. Ich habe 11 Jahre bei ihm gelernt. Und dieses Buch heißt Der große Pfau, die Umwandlung der Emotionen im tibetischen Buddhismus. Und darauf beziehe ich mich, wenn ich jetzt unterrichte. Das ist eine klassische Unterweisung. Und das ist jetzt der nächste Teil meines einführenden Vortrags. Eine klassische Unterweisung, in der die Arbeit mit den Emotionen in 5 Stufen beschrieben wird. Und die gehe ich jetzt mal kurz durch. Ich weiß, mir wurde irgendwie am ersten Abend hier schon mal eine Frage gestellt, wo ich das ganz kurz dann beantwortet habe. Ich gehe es jetzt nochmal durch. Das sind die klassischen Dharma-Praktiken. Erster Schritt. Erste Phase, erster Schritt im Arbeiten mit einer Emotion, egal welcher. Innehalten. Mir Zeit nehmen. Also mich nicht davontragen lassen, vom Ärger, von der Begierde, vom Eifersucht und so weiter, sondern innehalten. Das kennt ihr, das ist Standard in allen Richtungen und Traditionen. Das ist die berühmte Pause. 3-mal durchatmen, wie es heißt im deutschen Sprachraum. Sich die Zeit nehmen, irgendwie den Fuß in die Tür kriegen, bevor ich eine Dummheit sage oder mache. Lieber nochmal durchatmen. Und diese Spanne Zeit, die ich mir da erarbeite, die ich mir erkämpfe, weil eigentlich ist der Drang ja sofort zu handeln, sofort zu reagieren, die ermöglicht mir, mich zu besinnen auf das, was mir vielleicht wesentlicher ist, als jetzt die Emotion auszuleben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich da unterstützen kann, so eine Innehalten zu bewirken. Da kann ich aber jetzt nicht drauf eingehen, dazu ist die Zeit zu knapp. Das Wichtige ist, dass wir in diesem etwas größeren Gewahrsein uns erinnern an das, was uns wesentlich ist und dann ein Heilmittel zur Anwendung bringen können. Stufe 2, Heilmittel anwenden. Das, was uns hilft, anwenden. Das Einfachste könnte sein, weiteratmen. Beim Atem bleiben, ich weiß, das tut mir gut, das hilft mir noch bei allen Emotionen, einfach im Körper Gewahrsein zu bleiben. Viele Therapeuten heutzutage benutzen das Körpergewahrsein als die wichtigste Verankerung, um immer wieder aus einer emotionalen Dysregulation, Übererregung, zu starken Betroffenheit herauszufinden und sich wieder zu erden, denn im Körper ist auch schön spürbar, wie sich Prozesse weitergestalten, wenn wir nicht mehr so an den Inhalten kleben. Sobald wir in den Körper kommen, ziehen wir ja unsere Aufmerksamkeit von den Inhalten ab und das hilft uns, aus der Fixierung rauszufinden.
Das ist nur ein Beispiel. Wir können auch in diesem Moment des Innehaltens ein Gebet machen. Ein Zufluchtsgebet. Wir können SOS Buddha Dharma Sangha oder einfach nur SOS Buddhas rufen. Was auch immer. Wir können uns darauf besinnen, dass wir vielleicht missverstanden haben. Dass wir vielleicht nochmal nachfragen können, ob wir das richtig verstanden haben. Wir können in diesem Moment des Innehaltens eine andere Sicht vom Gegenüber einnehmen. Wir können in dem Moment vielleicht wahrnehmen, dass unser Gegenüber auch gefangen ist. In seinen Gewohnheitsmustern oder in ihren Gewohnheitsmustern. Es gibt so viele Heilmittel. Es gibt so viele Mittel, heißt das, die uns helfen, eine heilsamere Haltung einzunehmen, während ein emotionales Erleben stattfindet. Da hat jeder so seine Favoriten, wie wir das machen. Der Reflex bei einem klassischen Tibeter wäre, sofort die Mala, diesen Rosenkranz zu ergreifen und Om Mani Padme Hum. Und ja, was macht Om Mani Padme Hum? Erinnert uns an die Qualitäten des erwachten Geistes. Es steht für die 6 Parameters, für Freigebigkeit, für heilsames Verhalten, Geduld, freudige Ausdauer, meditative Stabilität und Weisheit, geboren aus Mitgefühl. Und dieses Mantra, diese 6 Silben, erinnern uns an die 6 Parameters und führen uns natürlich zurück in das, was uns eigentlich wichtig ist und was uns unsere Zuflucht ist. Im Grunde genommen geht es darum, sich irgendwie dran zu erinnern, was unser innerer Kompass ist, wo wir eigentlich hinwollen in der Situation. Uns nicht von der Emotion verleiten lassen, lenken lassen, sondern in dem Moment, wo wir innehalten, die Selbstregulation, die Selbstregulierung und die Selbstbestimmung wiederzufinden und die Situation von da an wieder zu gestalten, statt nur zu reagieren. Das alles nennt man Heilmittel. Und die stärksten Heilmittel sind die, die zu einer Transformation unserer Wahrnehmung führen. Das ist die 3. Stufe. Transformieren. Umwandeln. Und da ist leider auch hier bei der Übersetzung und so ein Fehler passiert. Da oft denkt man, die Emotion umwandeln. Nee, die Sichtweise der Emotion umwandeln. Darum geht es. Die Emotion können wir nicht umwandeln. Wir können nicht aus zum Beispiel Hass Liebe machen oder Mitgefühl. Das Mitgefühl und die Liebe werden sich einstellen, wenn sich der Hass aufgelöst hat, aber sie entstehen nicht aus dem Hass. Das ist nicht mit Umwandeln. Das Umwandeln, von dem da gesprochen wird, ist die Sicht zu ändern. Zum Beispiel ist klar, dass all diese belastenden Emotionen von uns als unangenehm erlebt werden. Eine typische Umwandlung ist, die Emotionen als Lehrerinnen zu sehen, als Lehrer. Das ist die andere Sichtweise. Auf Tibetisch nennt man das, der Lama, der Guru ist wieder mal erschienen in Form meiner starken Emotion. Und ich habe was draus zu lernen. Und schon positiviert sich unsere Sicht, das, wovor wir vorher davonlaufen, wird jetzt aus einem anderen Winkel betrachtet, ziemlich interessant. Was kann ich hier lernen? Vor allen Dingen, wenn es schon wieder auftaucht und immer wieder, dann habe ich wirklich was zu lernen. Das ist eine dieser typischen Wandlungen der Sichtweise. Oder eine klassische ist auch immer dann, wenn ich Schuld zuweise, anderen die Schuld gebe, dass natürlich die anderen schuld sind, meine Frau, mein Mann, sind natürlich schuld an meinen Emotionen, in meiner naiven Wahrnehmung der Welt, sind sie schuld. Aber die Wandlung der Sichtweise, was habe ich damit zu tun? Inwieweit bin ich selbst beteiligt? Wie weit bin ich selbst Auslöser oder gar Erzeuger, Schöpfer dieser Emotion? Sehr hilfreicher Wandel der Blickweise. Anderes Beispiel, das ist jetzt typischer aus dem tibetischen Buddhismus. Sich selbst als Buddha zu meditieren. Wie würde ein Buddha solch eine Emotion erleben? Wow, interessanter Wandel der Blickweise plötzlich innerhalb der Emotion, wenn wir das machen können, das muss man natürlich ein bisschen geübt haben. Ich bin sauer, mache wieder Om Mani Padme Hum, dieses Mantra vom Buddha Avalokiteshvara, Chenrezig,
und erinnere mich dabei daran, dass sowohl ich selber wie mein Gegenüber eigentlich potenzielle Buddhas sind. Dass wir eigentlich alle Kräfte des Erwachens in uns tragen. Was sind die, erscheinen die gerade weit weg. Aber indem ich mich daran erinnere, bin ich schon ein wenig in Kontakt und ich brauche diese Erinnerung, halt brauche nur, wollte ich jetzt sagen, das ist ein bisschen untertrieben ausgedrückt. Also ich muss dann schon Energie reingeben, um mich in der Emotion weiter dran zu erinnern und dran zu bleiben, jetzt in der Situation, in diesem Shinresi-Gewahrsein, in diesem Gewahrsein zu bleiben, wo ich mich an den Buddha des Mitgefühls erinnere. Dann beginne ich natürlich, alles mit anderen Augen wahrzunehmen und sehe auch in dem Moment, dass ich mal wieder voll im Ergreifen eines Filmes bin, mich identifiziere, dass die Dinge eigentlich keine Substanz haben, dass der andere, wie auch ich selber, beide Mitgefühl verdienen, dass wir dieses Mitgefühl schon in uns tragen, dass wir gar nicht irgendwo anders hingehen müssen, um eine bessere Situation aufzusuchen. Es ist, wie es ist, weil wir es beginnen, mit den Buddha-Augen wahrzunehmen, sehen wir die Freiheit des Seins. Wir beginnen sie zu ahnen, zu spüren, die dieser Situation potenziell innewohnt. Ihr merkt schon an den Stufen der Beschreibung, die ich jetzt durchgegangen habe, es wird zunehmend anspruchsvoller. Nicht wahr? Ich habe natürlich viele Methoden nicht erwähnt, das geht ja gar nicht. Ich möchte jetzt zur vierten Stufe kommen. Vierter Schritt. Die Natur der Emotion erkennen. Die Natur des Geistes in der Emotion entdecken, das bedeutet die Leerheit, das Nicht-Selbst des emotionalen Geschehens direkt zu erfahren, unmittelbar zu erfahren, nicht zu denken. Und das bedeutet, dass wir ins Zentrum des Erlebens gehen. Wieder geht es nicht darum, irgendwo anders hinzugehen und irgendeine Leerheit zu entdecken, sondern ins Zentrum des Erlebens zu gehen, und zwar dort, wo wir meinen, da wäre es. Da wäre ich als derjenige, der wütend ist. Wer ist da wütend? Wirklich ins Zentrum zu gehen. Wo ist die Wut? Das sind die beiden Fragen. Wer hat die Emotion? Wo ist sie? Eine Frage geht in Richtung der Subjektillusion, die andere geht in Richtung der Objektillusion. Diesen beiden Fragen, egal welche wir nehmen einfach die, die uns als erstes in den Sinn kommen, gehen wir in dieses Gefühl hinein, das sich ja subjektiv so einstellt, boah, ich koche, hier kocht's, oder hier ist, ja, ich kann nicht mehr, ich habe Angst. Wo ist die Angst? Oh, da merken wir, dieser Blick, der sich nach innen richtet, das ist dann nicht mehr so ein langes Erforschen, sondern es ist ein unmittelbares Sehen, nichts zu finden. Alles Prozess. Reiner Prozess. Kein Kern, kein Wesenskern. In dem Moment enthüllt sich die Kraftlosigkeit der Emotion. Sie zeigt sich als kraftlos in sich, da in dem Moment sie niemand mehr nährt. Sie ist nicht zu finden, sie ist nicht zu greifen, das Ich, das sie zu haben scheint, ist nicht zu finden. Das nennt man das Sehen der Natur der Emotion. Das ist aber jetzt muss ich das ja mit Worten ausdrücken. Das hört sich danach an, als ob es ein Verstehen wäre, ein verstandesmäßiges Sehen. Ist es aber nicht. Es ist eine unmittelbare Erfahrung, dass das, was gerade noch so kräftig war, keine Kraft mehr hat. Eigentlich nur vergleichbar mit dem Aufwachen aus einem Traum. Ein Aufwachen aus einem Traum, in dem wir eine solche Emotion hatten. Und im Moment des Aufwachens voll verstehen, dass es nur ein Traum war. Nicht etwas, was wir uns verstehen machen müssen, irgendwie wo wir noch uns Überzeugungsarbeit lassen, sondern wir sehen's. Und in dem Moment ist der Film vorbei. Oft geht es uns ja so, wenn wir aus dem Traum aufwachen, dass wir das noch so ein bisschen mit uns herschleppen und es nicht ganz sehen. Das ist jetzt nicht gemeint, das ist dieses direkte gemeint Aufwachen und war ja nur ein Traum. Also eine totale Erleichterung und ein sofortiges Aussteigen aus diesen Belastetsein. Das nennt man das direkte Sehen der Natur einer Emotion. Die therapeutische Arbeit führt meist nicht bis zu diesem Punkt. Sie
beschäftigt sich mit den ersten drei Phasen. Es gibt therapeutische Phänomene, die schon in die Richtung gehen. Wir nennen das so den Shift, diese, wenn durch ein wirkliches Gewahrwerden, indem wir hineingehen in die Blockaden, sowohl im Geist wie im Körper, mit einem annehmenden, liebevollen Bewusstsein, dass wir an einem Punkt kommen, wo wir merken, in dieser zehnten Sekunde, in diesem Moment, öffnet sich energetisch was, der Geist wird weit, plötzlich entsteht wieder Freude, wo vorher Trauer war, also es entsteht zumindest eine Offenheit, wo vorher Trauer war. Und diesen Shift, diesen Wandel, den kennt man auch, ist aber nicht, meistens nicht das direkte Sehen der Natur der Emotion, sondern die Entspannung, die kommt, wenn der innere Knoten eine befriedigende Antwort gefunden hat. So kann man das vielleicht ausdrücken. Eine befriedigende Zuwendung gefunden hat. Ich wollte nur ein bisschen diesen Unterschied auch andeuten, weil vielleicht, ich gehe davon aus, dass Therapeuten im Saal sind, dass ihr diesen deutlichen Wandel, der da wahrnehmbar ist, sehr gut kennt. Aber es ist noch ein Stück anders mit dem direkten Sehen der Emotion, was ein sehr viel schnelleres und direkteres Erfahren, Erleben der Substanzlosigkeit der Emotionen ist. Und auch nicht voraussetzt, dass man vorher sich all den Teilbereichen zugewendet hat. Ja, und dann, jetzt würde man ja eigentlich sagen, die Liste sollte ja hier zu Ende sein. Ne? Ist sie auch im Theravada-Buddhismus, ist sie zu Ende? Hier würde man sagen, hört die Dharma-Arbeit auf. Es geht dann darum, immer wieder die Natur aller aufsteigenden Emotionen zu erkennen. Und im tibetischen Buddhismus hat man daraus einen fünften Schritt gemacht. Und der heißt, die Emotionen als Weg nehmen. Die fünfte Phase für diejenigen, die ein sicheres, klares Erkennen der Natur der Emotion bereits erlebt haben, ist es möglich, sich dann gezielt Emotionen zu stimulieren, sich in herausfordernde Situationen zu begeben, um diese Erfahrung immer wieder zu machen. Das heißt, in dieser Phase ist es nicht nur die wiederholte Erfahrung, sondern man heizt den Ofen geradezu an. In den sechs Yogas von Naropa, in denen das praktiziert wird, heizt man die Begierde an, heizt man den Ärger an, das Konkurrenzdenken und so weiter. Da gibt es Methoden dafür, wie man die anheizen kann, sodass es im Bewusstsein aufregt. Und dann muss man gucken und man heizt sie nur so weit an, wie die Kraft der inneren Schau ausreicht, um sie aufzulösen. Ist ein riskanter Prozess und wird niemandem empfohlen. Wird niemandem empfohlen, der nicht auf diese Art dann wirklich schauen kann und dieses abrupte Loslassen auch wirklich beherrscht. Denn sonst entsteht doch wieder nur Leid. Wenn man es nutzen kann, dann ist es natürlich eine Beschleunigung des Prozesses. Denn man räumt, man geht gezielt in die Zonen hinein, die normalerweise vielleicht gar nicht mehr berührt werden. Man kann ja gut in so einem Retreat oder im Kloster oder auch im Alltag ganz gut durchs Leben segeln und unbeschadet davonkommen, ohne jetzt viel Emotionen zu haben. Wenn man schon so weit ist, dass man überall die ersten Schritte da des Umgehens mit Emotionen gut anwenden kann, dann hat man so, ja, kommt man durchs Leben, so einigermaßen ungeschoren durchs Leben. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass noch viel unbearbeitet bleibt. Viel bleibt unaufgelöst. Und da kann man sich auch intelligent drum kümmern und gezielt diese Bereiche angehen. Das wäre die fünfte Phase des Arbeitens mit Emotionen. Okay, obwohl es viel zu sagen gäbe, das war jetzt mein Einführungsteil und der ist auch wieder mal schon 50 Minuten geworden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, denke ich, lüften mal kurz durch und dann geht's zum Fragenteil. Locken kommen und nervös sein und also ich bin wirklich sehr ruhig, ich war wirklich sehr zufrieden damit. Und am Schluss sagt die neutrale Drittperson, hast du nicht gemerkt, er hat dich ja die ganze Zeit provoziert. Und ich habe das nicht gemerkt. Das würde ich normalerweise merken. Und jetzt meine Frage, zu spüren, der provoziert mich, aber anders zu handeln als vielleicht früher mal oder sonst wie. Oder
bin ich eine Stufe weiter, dass ich das gar nicht mehr merke, weil ich mich überhaupt nicht mehr als Gegenstand von Provokation fühle. Wo muss ich das einordnen? Ich glaube, es ist eine temporäre Erfahrung. Das wird wiederkommen, dass du Provokation als solche wahrnimmst. Wenn wir uns richtig gut um uns gekümmert haben, also wenn eine tiefe Beruhigung und Befriedung in unserem Erleben war, in so einer Meditation, wie du da vermutlich erfahren hast, dann ruhen wir so gut in uns, dass Provokationen nicht unbedingt greifen und auch nicht unbedingt als solche wahrgenommen werden. Solche Phänomene gibt es. Weil wir da gerade diese Fühler gar nicht ausgefahren haben. Es kann sein, dass du denjenigen, der dich provoziert hat, auf einer anderen Ebene wahrgenommen hast, die zum Beispiel die dritte Person nicht mitgekriegt hat, dass du sie auf einer Ebene, zum Beispiel in ihrem Bedürfnis erfahren hast und gar nicht auf der Ebene der Provokation oder der Verzweiflung hast du vielleicht erfahren. Oder wodurch die Provokation irrelevant wird, weil du auf einer anderen Ebene stärker verbunden bist. Und das gibt es häufiger, dass wir so stark auf einer Ebene oder auf anderen Ebenen mit Menschen verbunden sind, dass das, was andere total nervt und schwierig wäre, dass uns das nicht berührt, weil da dieses andere ist. Ich glaube, das hat sich um so ein Phänomen gehandelt. Macht Sinn für dich? Ja. Vorhin bei der Meditation ging es ums Hören und ums Sehen. Und wenn ich jetzt höre und sie uns nervt mich was, das kann ich doch benutzen für das, was du vorhin ja, gesagt hast. Ja. Aber es fällt mir gerade nicht mehr ein, was du gesagt hast. Wie hast du gesagt? Dass wir dann das Genervtsein zum Zentrum unserer Aufmerksamkeit machen. Ja. Das Genervtsein bemerken, aha, genervt, dann ist gut. Oder dann, wir können natürlich auch noch, und wie fühlt sich das jetzt an? Ja, also wir können das noch ein bisschen erforschen, wenn wir wollen. Und nehmen genau das als Zentrum unserer, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Wir brauchen also jetzt nicht zu bleiben bei dem Verlangen nach Stille und so, sondern jetzt ist gerade das, ah, wie ist das? Ich spüre manchmal, wie so eine Wut kommt und wenn ich ganz bewusst bin, dann kommt sie wieder weg und das ist so schön. Ja, das ist die Kraft des Gewahrseins, dieses Bewusstseins. Dadurch lösen sich solche sonst recht soliden Gefühle sehr schnell auf. Ja. Ich habe eine Frage zum liegenden Meditieren. Ich habe am dritten Tag eines Retreats eine Erfahrung gemacht damit. Und dabei bin ich ein Typ, der nicht einschläft. Also ich bin noch nie eingeschlafen während der Meditation. Die Erfahrung war einfach dieses Sekundenschlaf oder was es dann war, einfach dieses kurze Dösen und dann dieses Pack und dann hellwach da zu sein. Ist das eine Gewohnheit, die in die Sackgasse führt, also eine Möglichkeit, oder ist dahinter doch auch etwas Tieferes? Darum ist etwas Tieferes. Dieser Moment, wo wir so wegsacken, und du warst noch ausreichend gewahr, um zu merken, dass du jetzt den Durchgang, der so gerade so, und dann bist du hellwach geworden. Und wir nehmen das als ein Beispiel für wie tief unsere Entspannung sein kann und wie offen unser Geist sein kann. Allerdings probieren wir das dann bei Wachbewusstsein. Du hast es jetzt dadurch ansteuern können, dass du in ein fast schläfriges Bewusstsein gegangen bist und hast da diese Offenheit des Geistes erlebt. Und die nehmen wir aber als Beispiel, als Inspiration dafür, wie weit wir loslassen, wie weit wir uns öffnen, während wir in vollem Wachgewahrsein sind. Die tibetischen Lehrer nennen das den Dharmakaya, den Wahrheitskörper, also die Natur des Geistes zu erfahren, im Moment des Einschlafens. Und das ist der Grund. Wir kennen das alle. Was du beschreibst, kennen wir alle. Mehr oder weniger bewusst. Und da wir diese Erfahrung täglich machen, sitzen wir hier und lauschen Dharma-Unterweisungen. Weil diese Erfahrung, die wir täglich machen, die nährt in uns die Ahnung, es gibt Befreiung. Wir kennen diese Erfahrung von diesem Moment genau, wo wir aus aller Verwirrung aussteigen
bevor die Verwirrung des Träumens und Schlafens beginnt. Gerade dieser Durchgang. Wir kennen es, wir wissen es, unbewusst meistens. Und das gibt uns ein Gefühl dafür, die Unterweisung, die Natur des Geistes verstehen zu können. Und in dem Buch, was ich gezeigt habe, spricht Genen Rinpoche lange über die Arbeit mit Schläfrigkeit, Dumpfheit, Unwissenheit, also den Yoga des Tiefschlafs, der wird dort recht gut besprochen. Das wäre dann das als Praxis nehmen. Du hast gesagt, Emotionen, die brauchen irgendwie eine Energie. Und wenn man denen nicht die Energie gibt, dann lösen sie sich auch auf oder verwandeln. Ja. Und gleichzeitig sagst du, man muss aber schon genau hingucken, was da alles eine Rolle spielt, wie die Bedingungen sind, was da zusammenkommt und sowas. Und du musst das ergründen. Also, wann ist dann mal gut mit ergründen? Und dann mal wieder sich wieder in Energie geben. Ja. Du sprichst etwas sehr Spannendes an. Und zwar beim Ergründen der Emotionen, so wie ich es meine, ist es nicht den Inhalten die Energie zu geben. Wenn man den Inhalten, dem, was mich nervt, zum Beispiel, wenn ich wieder Wut als Beispiel nehme, oder wonach es mich verlangt, oder mit wem ich mich in meiner Eifersucht vergleiche und was ich nicht kriege, nicht dem die Nahrung gebe, entflammt die Emotion. Hier geht es darum, wie fühlt es sich an, wütend zu sein, eifersüchtig, stolz, voller Verlangen? Und dann zu schauen, und was ist dahinter spürbar? Ja, zu spüren, was in der, zum Beispiel im Verlangen, an Unsicherheit spürbar ist. In der Wut, an Unsicherheit. Damit kommen wir in die Zone, die Bereiche der Angst. Es geht gar nicht mehr um die Inhalte, es geht um die tieferen Qualitäten des Erlebens, die sich uns oft entziehen. Wir merken im Wütendsein ja gar nicht, dass wir Angst haben. Wir denken, wir seien wütend. Sobald wir uns ein bisschen Zeit nehmen, nehmen wir, dass wir Angst haben. Zum Beispiel jetzt, ne, Ehe, Partnerschaftsstress, dass der Kerl sich immer wieder so verhalten wird. Oder das ist die Angst, dass ich ständig damit zu tun haben werde. Ja, so. Und was macht das? Was ist eigentlich die Angst, wenn das ständig passiert und so? Und dann denke ich, dass ich überflutet werde, dass ich überfordert werde, dass ich damit nicht zurechtkomme. Und was ist da drunter? Meine die dann auftauchenden Gefühle nicht handeln zu können. Und was ist daran so schwierig? Ja, so diese Art des Erforschens nährt nicht mehr die ursprüngliche Emotion, sondern geht in tiefere Schichten des Erlebens, die jetzt gerade gegenwärtig sind. Das ist nicht herbeigedacht, das ist jetzt fühlbar. Das schwingt alles mit. Und ist der Nährboden, aus dem heraus die Emotionen sich dann meist unbewusst so ihre Kraft holen. Okay? Das bedeutet dann, dass fast bei jedem Emotionen praktisch ein Schuld bei mir steckt. Ich fühle mich dann vielleicht nicht so gewollt, wie ich möchte. Dann habe ich die Schuld. Du hast Schuld, überhaupt keine Schuld. Ich bin da, nein, keine Schuld, aber es liegt immer auch bei mir. Kann man so sagen, es liegt immer im eigenen Geist. Mhm. Aber du hast keine Schuld. Nein, nicht Schuld, ich habe das falsch ist, gesagt. Aber so fühlen wir, ne? So die Emotionen, kommt es, die da hochkommen, ist gemacht von mir. Also ich fühle mich dann nicht angenommen. Oder ich habe es. Wobei es gibt ja jede Menge Emotionen um uns herum, ne? Die sind ja auch da. Aber wie wir damit umgehen, das ist unsere Sache. Und ich habe Schuld. Du hast es ja auch jetzt schon relativiert und willst das Wort ja gar nicht mehr benutzen, aber das ist so, wie wir uns erstmal fühlen und das ist eine ganz schwierige Ausgangsposition. Wollen wir mal einfach so sagen, statt zu fragen, also habe ich doch wieder Schuld, habe ich doch wieder alles falsch gemacht, einfach mal so ein bisschen Forscherinteresse, welche Bedingungen in mir führen immer wieder dazu, dass ich das erlebe? Gar nicht Schuld, sondern welche Bedingungen in mir, welche Kräfte in mir führen dazu? Und wo kann ich ansetzen, um das so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen aufzulösen? Wie kann ich da wieder ein bisschen mitgestalten? Das ist interessant. Da kriegen wir dann plötzlich wieder, sind wir weniger Opfer von unserem eigenen Unvermögen und kriegen noch einen auf den Deckel, weil wir wieder schuld sind, sondern wir entwickeln Interesse und schauen, wo habe ich einen kleinen Spielraum, um anders
damit umzugehen? Was kann ich so ein bisschen entspannen? Wo kann ich die Identifikation ein bisschen rausnehmen? Ja, so. Wenn ich da beim Ergründen bin, von Schichten gehe, habe ich auch schon erlebt, dass ich dann auch an einen Punkt komme, wo ich auch ganz traurig bin und auch zu Recht traurig bin. Weil ich dann auch gemerkt, das hat vielleicht mit meiner Kindheit zu tun, mit diesen Erlebnissen. Und da gibt es auch Momente, da ist die Trauer sehr groß. Und ich denke aber auch, es ist gut, wenn ich da in dieser Trauer bleibe. Ja. Aber eben, wie lange bleibe ich dann da? Also, bis du genug hast. Wie? Bis du genug hast. Und manchmal schwapp ich schon ganz schnell. Das war eine freche Antwort. Ja. Bis sich die Trauer durch dein Gewahrsein löst. Die löst dich. Wenn wir sie nicht in den Inhalten nähren, sondern als Trauer wahrnehmen, geht es ganz schnell weiter mit der Trauer in andere Gefühle. Aber wenn du bei den Inhalten, zum Beispiel, wenn wir, kommt jetzt in deinem Beispiel, kommen Erinnerungen aus der Kindheit, wo wir etwas wirklich entbehren mussten oder verloren haben und nicht, wirklich nicht genährt wurden, da wo wir es brauchen. Wenn wir bei dem Faktum stehen bleiben, nähren wir das immer wieder. Wenn du aber wirklich in das Erleben gehst, von wie fühlt sich diese Trauer an und dann da drin bleibst, dann wird sie sich sehr schnell weiterentwickeln, weil sie ist auch Prozess, sie ist nichts Solides. Wissen, das Defizit, wird das geheilt trotzdem irgendwie, oder ist das einfach... Weißt du, das Defizit, das ist eine Vorstellung, das braucht nicht geheilt zu werden. Das geht anders, und zwar sind das Kräfte, die bewirken, dass wir immer wieder Defizit spüren. Und jetzt ist die Lösung ganz nah. Wenn wir spüren, dass in uns auch Kräfte aktiviert werden können und einfach auch da sind, wie zum Beispiel da, wo den Bereichen, wo wir Liebe vermisst haben, Mitgefühl nicht bekommen haben, nicht wirklich niemand mitgeschwungen ist mit uns, und wir können mitschwingen, dann heilt dieses vermeintliche Defizit, weil nicht mehr die Kräfte aktiv sind, die uns immer das Defizit spüren lassen, und jetzt sind Kräfte aktiv, die uns spüren lassen, dass Mitgefühl da ist, erlebt werden kann von außen, von innen geschenkt werden kann. Und so heilt dieses Defizit, was es an sich nicht gibt. Es ist nicht ein Loch, das irgendwo gerissen ist, sondern es sind Kräfte, die immer wieder das Gefühl von einem Loch erzeugen. Wenn es anders fließt in uns und wir in der Fülle des Erlebens ankommen, wo Mitgefühl spürbar wird, das sind oft die ersten Erfahrungen mit Therapeuten. Oft sind Therapeuten die ersten, bei denen wir ein Verstehen erleben, ein Mitfühlen, und es kommt ins Schwingen und allmählich weitet sich das aus. Manchmal sind es Liebesbeziehungen, wo wir das spüren. Manchmal sind es die eigenen Kinder, mit denen wir das lernen. Und da, indem wir das nähren, dass wir diese Kräfte ins Bewusstsein und sagen, da ist doch jetzt gerade Mitfühlen. Und zum Beispiel in der Trauer über unsere Kindheit, da ist ein Mitfühlen mit uns selbst versteckt in der Trauer. Eine unglaubliche Quelle in der Trauer schon steckt eine Qualität, die, wenn wir sie wahrnehmen, dass wir uns selber wichtig sind, dass wir mitfühlen mit dem Kind, was das Kind damals erlebt hat, was jetzt in unsere Erinnerung kommt und wie wir darüber verzweifelt sein werden und heulen mögen, das ist eigentlich Mitgefühl, und zwar für das, was damals erlebt wurde und diejenige, die das damals erlebte. Das ist wunderbar. So kommen wir dann schon aus der Trauer ins Mitfühlen. Das ist schon der Heilungsprozess. Also vielleicht eine Frage, die sich auch ein bisschen anlehnt aus so Richtung Psychologie. In den letzten Jahren hat sich ja dort das Modell des inneren Kindes entwickelt. Und ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, wie eigentlich, ob so zum Beispiel Dharma mit beschäftigt ist, mit Prozesse, die sich ergänzen oder gegenseitig in irgendeiner Form blockieren. Das ergänzt sich so total in meiner Erfahrung. Die innere Kindarbeit würde ich sogar jetzt in den Dharma einführen. Es gibt da Brücken. Und zwar gibt es im tibetischen Buddhismus die Tonglen-Meditation, wo wir im Annehmen und Unterstützen meditieren und können uns auch selbst quasi verdoppeln. Wir können den bedürftigen Teil von uns selbst vor uns visualisieren und machen dann diesen Atem, diesen Austausch mit dem
also mit mir, der ich gerade traurig bin oder wütend bin und versuche zu verstehen, gebe Unterstützung. Und da braucht man dann nur noch das Lebensalter zu verändern, dann ist schon bei der inneren Kindarbeit. Also da gibt es eine ganz klare Brücke zu dieser Arbeit, die auch im Dharma schon gefunden, also eine Methode, die schon gefunden wurde. Und aus meiner persönlichen Arbeit mit Praktizierenden sehe ich, wie hilfreich die innere Kindarbeit ist. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir es erklären für andere hier im Raum, was gemeint ist. Also man stellt sich vor, zum Beispiel jetzt die Geschichte, die du erzählst, die Andeutung, die du gemacht hast, da ist die kleine, oder ich sag mal jetzt der kleine Tillmann mit 3 Jahren oder 3 Monaten oder 10 Jahren und der hat was erlebt und die Erinnerung kommt hoch und die kommt hoch in mir als Erwachsenen und da ist das gleichzeitig das Erleben von mir als Kind, aber ich nehme deutlich wahr, dass ich jetzt nicht mehr dieses Kind bin, um diese, man nennt das nachträgliche Beälterung, zu erleben, dass das Kind, um das ich nicht ausreichend gekümmert wurde, jetzt gut versorgt ist, stelle ich mir vor, dass dieses Kind bei mir ist, neben mir ist, kann auf den Schoß kommen, was auch immer, und gebe ihm, als der, der ich jetzt bin, die Zuwendung, die es damals nicht bekommen hat, die Aufmerksamkeit, den Schutz, was auch immer notwendig gewesen wäre damals in der Situation. Und das findet natürlich in unserer Vorstellung statt. Aber genau in dieser Vorstellung ist ja auch unsere Erinnerung. Das ist ja die erinnerte Vorstellung und die erlebt eine Abrundung. Es kommt zu einer Abrundung des Erlebens und damit kann sich dieser Knoten lösen oder teilweise lösen. Wenn es mit hoher Intensität praktiziert wird, kann es sich vollständig oder fast vollständig auflösen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, um nachträglich dort, wo unsere Erinnerung immer wieder einhakt, eine große Erleichterung herbeizuführen und auch eine Lösung und auch gleichzeitig neue Umgangsformen zu lernen. Wir lernen selber, derjenige, der sich jetzt um das Kind kümmert, lernt, wie es sich anfühlt, sich gut zu kümmern und fürsorglich zu sein. Ich habe das jetzt an Ihrer Stelle erklärt. War es ungefähr richtig? Ja. Ich hatte der letzte Satz, den ich gesagt habe, das ist dann eigentlich der Schritt in die Verhaltenstherapie. Und da kann man das selber machen. Da kann ich jetzt nicht so kompetent drauf antworten, ob das der Schritt in die Verhaltenstherapie ist. Hm, denke schon, ja. Oder? Ja. 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 Wir lernen ein neues Verhalten, genau. Ja, ich nehme mal lieber die, die noch nicht gefragt haben. Ja. Wenn ich zu dir in Therapie käme und ich würde da meine Gefühle, insbesondere meine aversiven Gefühle, bearbeiten, eruieren, anschauen, dann würdest du bei mir auf Widerstände stoßen. Eindeutig. Wie würdest du mit diesen Widerständen umgehen? Keine Ahnung. Du wolltest aber, du hast eine Ahnung, was hilfreich oder nicht hilfreich sein kann. Welchen Umgang mit Widerständen möchtest du gerne genauer wissen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, also ich habe das jetzt so formuliert. Meine Frage ist so prinzipiell vielleicht, wie man in dieser Arbeit, man stößt ja bei Klienten dann an Widerstände. Die haben ja eine Schutzfunktion. Ja, eine Schutzfunktion, das sind Überlebensstrategien, ja. Das sind Kräfte, geballte Kräfte, die sich jetzt als Widerstand zeigen. Genau. Aber ich habe den Begriff Widerstand schon längst aufgegeben. Ich habe dieses Konzept, ich benutze es gar nicht oder gar nicht mehr. Weil ich es als Sinn, die Umdeutung hat stattgefunden in dem Moment, wo ich ganz klar verstanden habe, dass jeder Widerstand einen Sinn in sich hat, eine sinnvolle Funktion hat. Und dann geht es erstmal darum, zu würdigen, diesen auch quasi wie dem Widerstand zu danken, dass er einen bis hierher gebracht hat und geschützt hat und so weiter und anzunehmen und zu integrieren. Und dann sind wir schon ganz woanders. Ja. Also mit diesem sogenannten Widerstand. Das ist eigentlich ein guter Freund.
Ja, das ist, der enthüllt sich dann als eine Schutzkraft, die jetzt die Zähne fletscht, aber dann doch auch sehen muss, jetzt ist gerade unnötig. Ja? Du kannst dich entspannen. Und damit wäre es dann auch okay. Also eben die Emotionen haben ja auch eine Funktion im zwischenmenschlichen Austausch, also kommunikativ, ob es jetzt Streit ist und positiv. Und was wir jetzt hier besprochen haben, ist ja oft so eine emotionale Nabelschau, dass man bei sich mal beobachtet. Also meine Frage ist, soll man vor allem mit der Resonanz vom Ausdruck der Emotion des Gegenübers, also der eigenen Resonanz in sich arbeiten, oder soll man auch über die Resonanz, was man jetzt spürt, darüber hinausgehen und vielleicht noch genauer hören, was meint er jetzt? Also, oh. Ist die Frage vom Maß, einfach weil wir jetzt so sehr auf uns und aufs Innehalten. Und ich meine, vielleicht ist das Gegenüber mehr zu sagen, als was wir jetzt gerade spüren. Immer also nachfragen, immer so einen Reality-Check machen. Ja? Immer nachfragen, ob meine Gedanken über den anderen überhaupt mit dessen Erleben oder ihrem Erleben übereinstimmen. Immer versuchen, im Kontakt zu bleiben, im Austausch und uns nicht unnötig zu. Auch über den eigenen Rand hinaus. Wir können ja gar nicht wissen, was der andere fühlt. Wir haben da sowas, was wir denken, wäre eine Resonanz, weil es sind unsere eigenen Kisten, die da laufen. Und dann müssen wir das fragen. Vor allem im Alltag, ich meine das nicht, wo ja alles schnell geht, da kommen ja die Emotionen, so, zack, zack. Da muss man so gewahr sein. Zum Beispiel höre ich oft einen Vorwurf, wo keiner war. Ja? Da habe ich mir angewöhnt, meine Frau zu fragen, du, ist da ein Vorwurf? Und leider hat sie heute Morgen gesagt, ja. Oft sagt sie nein. Dann weiß ich, ich kann entspannen. Aber es ist ganz wichtig, sich das anzugewöhnen, die eigene Wahrnehmung abzuchecken, ob das irgendwas mit dem Erleben des anderen irgendwie was korrespondiert. Vivian? Tut es in der Form. Ja, ich wollte eigentlich noch mal zu sagen, du hast erzählt, dass Angst eigentlich fast jedem Gefühl zugrunde liegt. Und was liegt denn der Angst selber zugrunde? Was gibt es denn? Es gibt ja auch eine Angst, die einfach ist. Das nennt man mangelndes Gewahrsein. Immer dort, wo kein Gewahrsein ist, taucht Unsicherheit auf. Immer dort, wo wir uns nicht auskennen. Es ist wie wenn wir in einen dunklen Raum reingehen. Jeder kennt dieses unbequeme Gefühl, in einem völlig dunklen Raum sich zurechtfinden zu müssen. Weil wir nicht wissen, auf was wir stoßen, sobald wir eine Lampe haben oder sobald das Licht angeht, ist derselbe Raum völlig okay. Und so ist es auch mit den Regionen in unserem Erleben, wo wir uns nicht auskennen. Das Gewahrsein hat noch nicht da reingefunden. Wir wittern da Bedrohung. Wir wissen nicht, was da ist, wenn ich ganz loslasse, die Kontrolle aufgebe, wenn der Beobachter nicht mehr ist. Was passiert? Was wird geschehen? Was wird geschehen im Tod? All die Bereiche, wo wir uns nicht auskennen, wo wir nicht gewahr sind, da taucht Angst auf. Und drum ist die Antwort des Dharma ist Gewahrsein. Da war irgendwo mehr. Wir haben jetzt länger oder die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man mit den sogenannten normalen Ängsten und Emotionen umgehen kann. Es gibt aber Menschen und Situationen, die so, ich nenne es mal die krankhafte Angst, beinhalten, dass es gar nicht möglich ist, den ersten Schritt dieses Vierstufenprogramms überhaupt einzuhalten. Also innehalten ist dann schon gar nicht möglich. Ja, du meinst jetzt ganz heftigen. Du meinst jetzt Menschen, mit denen du arbeitest oder die du betreust, oder möchtest du jetzt einen Rat für, wie man das macht, wenn man gerade selber von so einer heftigen Angst, die das Innehalten unmöglich macht, so erwischt wird? Was noch hilft, ist, wenn uns dann eine Person von außen
in eine Form der Körperachtsamkeit bringt. Also zum Beispiel zu gehen. Oder Geschirr zu waschen oder eine körperliche Tätigkeit ausführen. Irgendwas auszuführen mit dem Körper. Ich habe jetzt nicht Körpermeditation, nicht stillsitzen und so, das geht da nicht. Sondern das einfache Gehen. Und am besten über unebenes Gelände, wo man richtig aufpassen muss, wo man die Füße hinsetzt. Dass man rausfindet aus all dem, was sonst die Staatsängste und die Versorgung ist. Die Verankerung im Körper zuerst wieder stattfindet. Ja, ist das Einfachste. Und natürlich Kontakt, das ist auch, kann sehr hilfreich sein. Hand, Berührung, Kontakt über den Körper, Stimme natürlich auch, Klang, das hilft, Begleitung. Über die direkten Sinne kommen. Ja. Nicht Sprache so sehr, nicht das über das Denken gehen, sondern über die direkte Sinneserfahrung und am besten über den Körper. Ja, du wagst es noch einmal. Wenn Kai Vogt ist, dann probieren wir es halt. Ich habe eine schwere Kindheit gehabt und wenn ich etwas Schönes erlebe, dann muss ich manchmal so stark heulen. Und ich weiß es ist eine Trauer, dass ich das nicht, das hätte ich ja früher schon erleben können. Und das ganze Leben schon, die Trauer über das ganze Leben, dass man das nicht hätte erleben dürfen. All das Schöne, ist das auch dort, was du gemeint hast, mit sich selber. Mitfühlen? Ja. Ist auch da drin, ja. Da ist auch ein bisschen, da ist auch schon Freude drin in dieser Trauer, die du beschreibst. Aber rückwärtsgewandt ist es noch ein Bedauern und ein Mitfühlen mit dir selbst, dass du das nicht hast erleben können, aber jetzt gerade erlebst du es und es berührt dich so arg, es ist ein so arges Berührtsein da drin. Und auch schon ein Keim von Freude. Also eine Bearbeitung. Ja, und wenn du diesem jetzigen Erleben, was so freudvoll ist, mehr Aufmerksamkeit schenkst als dem, was nicht war, sondern dem, was jetzt ist, wird es auch tatsächlich heilend werden. Dann kannst du aus dem jetzigen Erleben wirkliche Erfüllung erfahren. Wenn man streitet mit den Menschen, habe ich immer die Vorstellung, ist mir die Idee gekommen, dass ich etwas, eine Erwartung habe, dass da immer eine Erwartung ist und die Erwartung führt zu einem Befehl und ist das der Punkt, wo eigentlich der Streit auslöst? Ja, die Erwartung. Ja? Mhm. Die löst eigentlich den Streit aus. Ja. Dass ich enttäuscht bin, dass der andere Person nicht auf meine Erwartung eingeht. Dann kommt die Erwartung, wird enttäuscht, nicht? Und das birgt in sich das ganze Streitpotenzial. Und eigentlich müsste ich doch ganz was anderes machen, oder? Was anders fühlen und was anders sagen. Keine Ahnung, ob du was anders machen müsstest. Ich meine nicht machen, sondern es müsste fließen, was anderes, was Freieres, was... Wenn du in der Situation damit dabei bleiben kannst, dass du etwas erwartest, aber enttäuscht bist und das so spüren kannst, ist das gut genug. Mhm. Punkt 9.